Ja, beschäftigen wir uns jetzt mit den Aufgaben C und D. Bei der Aufgabe C sehen wir, haben wir einen Anfangswert hier von 520 Euro. Und nachdem man etwas später bezahlt hat, muss man mit den Zinsen etwas mehr bezahlen. Und die Frage ist, wie hoch ist der Zinssatz? Wir haben also ein Kapital am Anfang, das nenne ich mal K0. Das hat 520 Euro. Und wir haben ein Endkapital, das nenne ich mal KN, von 551,20 Euro. Wenn wir jetzt die Zinsen ausrechnen wollen, brauchen wir einfach nur das Endkapital minus das Anfangskapital zu rechnen. Habe hier aus Versehen ein A geschrieben, muss aber ein U hin. Oder nur 0. Dann haben wir hier 551,20 Euro minus die 520 Euro. Und das sind 31,20 Euro. So, es ist ja die Frage, wie hoch ist der Zinssatz? Wir haben noch eine Kleinigkeit vergessen. Hier stand nämlich noch ein halbes Jahr. Ja, wir können jetzt sagen, T sind 6 Monate. Oder T sind 180 Tage, oder wir können den Bruch bei unserer Formel einfach mit ein halb dann entsprechend setzen. Und wir wollen klein z entsprechend wissen. Und klein z ist dann gleich Groß Z mal 100% durch das Kapital, und zwar das Anfangskapital in dem Fall. Mal, und da wir 6 Monate haben und die 12 dann immer auf die Seite kommt, wo der Prozent steht, heißt unsere Formel dann entsprechend so. Dann setzen wir ein, 31,20 Euro mal 100% durch, das K0 sind 520 Euro mal 12 durch 6. Dann schauen wir mal, was da für ein Zinssatz dann herauskommt. Also 31,2 mal 100 geteilt durch 520, dann mal 12 geteilt durch 6, kommen 12% Zinsen raus. Also der Zinssatz beträgt dann 12%. Kommen wir zur Aufgabe D. Da ist die Familie Müller, die eine neue Waschmaschine kauft, und sie braucht einen Kredit von 589 Euro. Also K ist in dem Fall 589 Euro. Das Geschäft bietet ihnen einen Zinssatz von 5,5% per anno, also Zinssatz klein z gleich 5,5%. Sie bezahlen am Ende 610,60 Euro, also quasi wieder ein KN gleich 610,60 Euro. Auch da können wir am Anfang, dann nennen wir das auch das Anfangskapital, wieder die Zinsen ausrechnen. Das sind in dem Fall wieder KN, also das Endkapital durch das Anfang, oder minus das Anfangskapital. Das sind 610,60 Euro minus 589 Euro. Das sind dann 21,60 Euro. So, und jetzt ist ja die Zeit gesucht. Wir gehen mal davon aus, dass diese Berechnung hier keine Jahresüberschreitung hat, sondern dass das innerhalb eines Jahres ist und dass wir da ja, entweder mit Monaten oder mit Tagen dran gehen. Weil wir gar nicht wissen, um was es hier geht, gehen wir auf Tage, denn das ist dann etwas genauer. Also wollen wir wissen, wie viel Zeit haben wir oder wie lange brauchen wir den Kredit oder wie lange müssen wir den zahlen. Das ist dann Groß Z mal, in dem Fall, weil wir auf Tage gehen, 360 mal
100% durch k mal klein z. Heißt also 21,6 Euro mal 360 mal 100% durch, und hier ist das k ja k0, also 589 Euro mal den Zinssatz von 5,5%. So, geben wir das in den Taschenrechner ein, also 21,6 mal 360 mal 100 geteilt durch 589 geteilt durch 5,5 kommen 240,04 Tage raus. So, das bedeutet also, dass hier die Antwort 240 Tage sind, die die Laufzeit hier beträgt. Okay.